Die Antwort auf Probleme sind Lösungen. Ist ja das grundlegende Denken für Fortschritt und Veränderung von einem Menschen, der mit dem Status quo nicht zufrieden ist. Um natürlich dann ins Tun zu kommen und dann was zu verändern. Für die Pflegeproblematik, Pflegenotstand, Pflegekrise, wie das halt so in den Medien in der Endlosschleife als politisches Instrument verwendet wird, keine Lösung. War ja da im Juni auf der 20-Jahr-Feier der freiberuflichen Pflegekräfte Österreichs und da kriegt man dann so eine Kongresstasche mit Fachliteratur. Das ist das Heftel Pro Care vom Springer Journal. Das ist das Heftel vom April 23, also was Aktuelles. Da ist dann auf der Seite 8 länger zu Hause leben in Stadt und Land. Und da geht es um diese Community Nurse. Das ist ein EU-Projekt, wo niederschwellige, diffuse, nicht klar ausformulierte Beratungsangebote gestellt werden, um dem Pöbel, den Sklaven, den Tieren, was vorzugaukeln, dass man irgendwas für die Pflege macht. Das ist natürlich dann wieder medial aufbereitet, man kann ins Fernsehen kommen, wird aber an der Wertschätzung für diesen Beruf nichts ändern. Da gibt es aber eine Lösung dazu. Da ist dann auch der Gesundheitsminister, der Peiniger des Gesundheitssystems an vorderster Front. Da steht auch schon drinnen, dass das 54.150.000 € von der EU gefördert wird, bis Ende 2024. Und da schreibt schon ein Bürgermeister, dass sie nicht wissen, wie sie das weiterfinanzieren, weil ja das Interesse nicht da ist, um für qualitativ hochwertige Pflege was zu bezahlen. Das ist natürlich ein Fehler, was die Pflege korrigieren muss, mit einer neuen Positionierung. Also den eigenen Beruf so zu präsentieren, so zu leben und solche Ergebnisse zu präsentieren, damit man natürlich unabkömmlich wird und dementsprechend auch Geld verdienen kann. War da auch in Wien und habe mit Kollegen geredet, der Pflege, die freiberuflich sind. Und die Stundenhonorare sind nicht so schlecht. Muss man sagen, zwischen 60 und 120 Euro habe ich da so vernommen. Wann die Qualität passt. Bei den Kollegen ist ab und zu, glaube ich, ein bisschen der Hund drinnen, weil sie nicht so strukturiert arbeiten und daher halt einfach so davonwurschteln und nicht wirklich ins Hackeln kämen. Wo man natürlich irrsinnig viel Potenzial hat, das zu verbessern, die Positionierung zu schleifen und dementsprechend dann das Angebot zu verbessern. Wenn es darum geht, länger zu Hause zu leben und länger in den eigenen vier Wänden zu verbleiben, ist natürlich ganz wichtig immer wieder der stationäre Krankenhausaufenthalt, wo dann wieder die Brücke geschlagen wird in die häusliche Pflege, in das häusliche Umfeld. Es gibt bereits ein Video zu Case Management und zu integrierter Versorgung im Anaho Care Mentoring System. Sind natürlich diese drei Dinge sehr speziell und das dritte ist das sogenannte Entlassungsmanagement. Man fängt nämlich dann an als Mensch in einem Krankenhaus. Man kommt rein, weil man irgendwas hat, weil irgendwas ist, weil, keine Ahnung, der Blutdruck, egal, der Schenkelhals bricht. Es kommt dann auf jeden Fall zu einer Problematik im Krankenhaus. Das wird dann da drinnen alles mit medizinischen Maßnahmen versorgt. Dieses akut medizinische Problem, wegen dem man ja in dieses Krankenhaus gekommen ist. Wenn man ja dann diesen Status da drinnen stabilisiert hat, kommt dann der Moment der sogenannten Entlassung. Und da als akademischer Care Manager und jahrelanger Erfahrung in dem Bereich, muss ich sagen, dass da in dem Bereich so gut wie nichts funktioniert, dass da nichts gemacht wird und dass das alles miteinander ein Voll-Tango ist. Weil das unsystematisch, unstrukturiert und vollkommen planlos vonstatten geht. Das ist jetzt die Lösung. Die Lösung ist, dass man sich als Pflegekraft
Pflegeperson, keine Ahnung, wie man da dazu sagt, richtig, würde auch nicht irgendwen seines Geschlechtes berauben. Diesen Case übernimmt mit Case Management, mit dem Bereich, mit dem System der integrierten Versorgung und dann diese Brücke in die Hauskrankenpflege nimmt. Da brauche ich jetzt aber keine 54 Millionen Euro für Community Nurse und was weiß ich alles, sondern man muss nur hergehen als Pflegekraft und sie ernsthaft dazu bereit zu erklären, die eigene Profession, die eigene Professionalität so zu präsentieren, so zu definieren, um natürlich dann in weiterer Folge für dieses ganze Unterfangen Geld zu bekommen. Einen gewissen Preis für einen Wert. Das ist nämlich auch das, was, glaube ich, bei Wertschätzung ein bisschen falsch verstanden wird, speziell in der Pflege. Man geht immer, das ist in dem Heftel wieder, das sind alle Heftel, alle Bücher, die ich habe, immer wieder dasselbe Grundtenor. Man erwartet sich Respekt, Wertschätzung und Anerkennung vom Außen, von Politikern. Menschen, die keinerlei Ahnung haben, keinerlei Wertschätzung für diesen Beruf haben, das sind natürlich alles Lippenbekenntnisse, dann diese Figuren abgeben, sondern man geht aus, macht seinen Job so wie es gehört, so wie man gelernt hat, mit und ohne Studium, das ist nebensächlich, und man fängt an wirklich Pflege zu machen und die Professionalität der Pflege zu zeigen und nicht die ganze Zeit schauen, wo muss man sich von Therapeuten abgrenzen, wo muss man sich von Ärzten abgrenzen, wo muss man sich von irgendwelchen anderen Leuten abgrenzen und sie von anderen Leuten distanzieren, sondern man geht ganz klar, hart und sauber her, positioniert sich mit der eigenen Position und diese eigene Position ist halt dann diese Ausgangsposition für den nächsten Schritt, für den Weg in die Freiberuflichkeit, in die Selbstständigkeit, wo man sich natürlich mit der eigenen Arbeit die Wertschätzung holt, die man verdient hat und nicht in einem System zu verbleiben, wo die Wertschätzung einfach nicht da ist, weil die Qualität aufgrund der systemischen Probleme, was natürlich in unzähligen dieser Fachmagazine immer drinnen steht, weil es geht ja immer um Medizin und nicht wirklich um Pflege. Und so kommen sie natürlich dann mit einem neuen Credo, wie im Anarcho-Care-System, Menschen motivieren für Gesundheit, komplett neu hinstellen, von dort dann diese Position vertreten, den eigenen Job nach der Fachlichkeit so zu machen, weil das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz erlaubt ist, kann man das dann dementsprechend selber machen. Wenn du jetzt natürlich da nicht weißt, wie das geht mit freiberuflich und so, ist unten in der Beschreibung ein Link, wo man sich kostenlos E-Book downloaden kann, wo eine Schritt-für-Schritt-Anleitung drin ist, um in die Selbstständigkeit als Pflegekraft zu kommen. In weiterer Folge gibt es natürlich dann auf der Homepage auch noch gewisse Angebote. Links sind alle unter diesem Video. Und du hast die Möglichkeit, diesen Wahnsinn definitiv zu verlassen, mit weniger Aufwand wie vorher, wenn du ernsthaft daran interessiert bist, dir die Wertschätzung zu holen, die Anerkennung und den Respekt, der dieser beruflichen Qualifikation gehört. Das ist die Lösung für dieses Problem, das Politiker nie auf die Ketten bringen und kein Minister das jemals schaffen wird, egal was für Farbe das er hat und egal was für Grundberuf. Denn das, was wirklich Wert hat, wird natürlich auch einen gewissen Preisbringer. Alles Gute für dich.